How many can you? Have a good one, right? Did you come to 9? So you went with, no? Sorry? Why? Did you get 9 again? No, I didn't. Did you? No. No. I think I got 7. No, they're all lurking somewhere. I'm sure they are. He's farming near Livingston. Hmm? He's farming? He's standing. Okay. Farms near Livingston. Yeah. Does he know Martin? Jetzt wird das Licht langsam besser. Ja. Ja, ich fand die Fotos gestern Abend ein bisschen fad. Und sie baden doch. Die Löwen? Ja. Das steht auch im Handbuch, dass sie das gar nicht mögen. Also irgendwie. Kitchener's, ich glaube, die Löwen sollten mal ihre die Handbücher selber lesen. Ne? Ja. Wir wissen nur, was sie alles gar nicht machen. Süß, ne? Und sie dann. Sie haben das Date in der Vehicle, ne? Bitte? Sie haben das Date in der Vehicle? Wir können Deutsch sprechen, ich spreche auch nicht. Sie haben ich kann schon gar nicht mehr Deutsch. Ich schon. Das liegt daran, dass ich in London lebe, ne? Da müssen Sie Deutsch können. Ne? So versteht Sie ja keiner. Ne? Hey, die Sammlerin hat mir gesagt, ich kann ja hier ins Klo rennen, das wusste ich gar nicht, dass es im Klo ist. Ja, ja. Wenn ich immer kaufen. Nein, ich schmeiße ihm die Kamera im Kopf, ne? Das ist doch alles kein Problem. Ne? Ich nehme die Bratpfanne, die Geschichte kann man jetzt schon machen. Ach. Außerdem. Bisschen Excitement muss man im Urlaub schon haben, ne? Oder? Was ist Ihre Meinung? Ja, ein bisschen Excitement schon. Ja, ein bisschen Betonung, ein bisschen. Da merkt man, dass man noch lebt, ja? Ich finde, das hier ist eigentlich der ultimative Luxus. Das wir im Moment erleben. Hm. Probably the same one that was here last night. Mm-hmm. Hanging about. Oh yeah, I see him. Yeah. There he goes. Moving from left to right. Das habe ich schon öfter erlebt, die Schakale suchen die Nähe von Löwen in die Fresse. Ja, ja. Die Opportunist. Ja, ja.
Die haben uns ganz gut im Blick hier, ne? Die lösen, ja, ja. Wollen wir mal so langsam? Wohin? Fahren. Ja, lass uns sonst 15 Minuten haben. Ne? Ich gehe ins Auto. Das kannst du gerne tun. Fahren ist abgeschlossen, ne? Muss ich Fensterscheibe einschalten. Hier, nehmen den Schlüssel mit, sonst piept er gleich los. Spooky, weil die Vögel auch euer Lärm machen mit dir. Genau 9 Minuten von hier bis zum Camp. Ja. Auf dem Hinweg habe ich länger gebraucht. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich den Weg hier kenne. Ne? Wir haben, nein, von, ich habe sie ja extra abgeholt. Zurück, ja, 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 ja. Ja, das ist Quatsch. Mehrmals, ich weiß das. Mehrmals verloren, aber dann habe ich gesagt, der Staub ist da, der muss ja gefallen sein. Aber gestern Abend wir mussten um 6 Uhr da sein, sonst haben sie abgeschlossen. Ja? Nein, der wird nicht abgeschlossen im Camp. Das haben sie uns gesagt. Nein. Und die standen da vom Tor und es war schon halb zu. Sind Sie durch das Haupttor gefahren? Nein, nein. In die Campsite. Ja, nee, das war offen. Wir waren 10 nach 6, das war offen. Ja? Das wird nicht abgeschlossen. Das ist ganze Nacht offen. Das wird nur zugemacht. Okay. Did you hear that? Ja, I did. Also ich versuche auch, das ist mein Ernst, ich versuche auch pünktlich da zu sein. Ne? Ja, ja. Aber es geht nicht immer. Ja, wir werden da hingerast, wie verrückt. Ja, das ist doch viel irrsinniger, wenn Sie hier durch die Halbdunkel fahren. Ne? Ja. Haben Sie einen Plattenreifen, sind um 8 drin. Ne? Ja. Nein, Sie haben ja recht, ne? Man soll sich auch an die Regeln halten. Ne? Wenn möglich, ja. Ja, mache ich ja auch. Ne? Naja, in der Kalahari hält sich hier niemand drin. Ne? Haben Sie das schon mal erlebt? Was? Der Kalahari, da gibt es ja keine Ranger und nix, ne? Nee. Und da fährt jeder, parkt jeder, wo er will. Ja. Da übernächtet jeder, wo er will. Ne? Ja, ja. Und vor allem parken immer die Leute, die gar nicht da sind, auf ihren Campplatz, ne? Brauchen sie auch nicht vorbuchen. Ja. Das interessiert eh keinen. Das war früher ganz schön. Wir haben das erste Mal, also hier in der Gegend, vor 50 Jahren. Ja. Und da konnte man überall halten, wo man wollte. Parken, Camping, kein Problem. Das einzige Problem waren die CC-Fliegen. Die sind doch nicht mehr da, ne? Die sind ja noch in Australien, ne? Die tun auch richtig, die beißen ja auch, ne? Die stechen ja gar nicht, ne? Ich habe 2008 Australien mit dem Fahrrad durchquert. Ich dachte eben, es hätte geregnet. Es plapperte hier immer auf der. Es hat ein bisschen ein paar Tropfen. Ein paar tatsächlich. Okay. Ja, auch in der Nacht, gell? What time did you say? What time did you hear the rain? Oh, I don't know. Maybe 3 o'clock. Ja. Yeah. Sprechen Sie auch Deutsch? I understand. Oh, I'm sorry for that. That's okay. Yeah, that's okay. Sie from Britain, ne? Canada. Ah, Canada. Sorry for that. Okay. No, that's fine. Yeah. We have many lions in Canada. Oh yeah. In the zoo. But wolves are far more dangerous, eh? Yeah, they are. They are really aggressive, huh? Well, and if you hit them, yes. Yeah. So are they on their way back to Livingston?
Not yet. They're 5 days down here. Okay. I mean, they're just very open. Right. He grows salad greens for the local market. Alright. Just 20k out of things. Okay. Somebody emerging from the feeding zone. Wow, look at the belly on her. Jeez. Kommen Sie denn alle 2 Jahre oder jedes Jahr mal her? Nee, es war nur zufällig. Hm. Genau, vor 50 Jahren haben wir in Sambia gearbeitet. Ja. Und dann 10 Jahre später haben wir so eine große Afrika-Reise gemacht. Haben uns in England ein Fahrzeug gekauft und sind dann über die Sahara und toll. Über ganz Afrika gefahren. Und dann vor 2 Jahren waren wir wieder hier. Meist größtenteils in Namibia und Botswana. Und jetzt haben wir entschieden, also nochmal zu kommen. Und jetzt haben wir auch entschieden, nochmal zu kommen. Right, Leo? Yeah. The next trip is being planned. To where? Oh, here. Ah. Well, here, but East Africa. But West Africa, yeah. Also Tanzania and Kenya. Yeah. Nochmal Zambia. What I really like about Kavango, it's still very quiet. Yeah. Yeah. No, this is really the difference here. It's still a very wild park, no? I mean, last February, when I was here last time, we were 3 parties in the whole park. Okay, it's rain season, you see that up there. Oh, yeah. Again, 3 parties in the whole park. Yeah. All Germans. And how was it then, in the wet season, in the rainy season? Was it okay for seeing things? Okay. Yeah, that looks okay. She's going down the feeder. Yeah. Hasn't had anything for at least an hour. Carcass is very recognizable. Yeah. By the way, normally I'm not keen to talk when I'm sitting here, but we should to keep them away, no? Just to make a bit noise here, no? They can hear us. Oh yeah. You know? This thing here, yeah.